Die kommenden 72 Stunden in deiner aktuellen Situation in Bezug auf den Beruf und in der Liebe. Da schaue ich jetzt rein für dich und ich bin gespannt, welche Botschaft die Karten hier heute für dich haben. Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schau mal, ob du heute hier in Resonanz gehst und ob die Botschaft für dich ist. Und in diesem Sinne, die Sonne unterm Deck, Team Sunshine, das sind wir, coole Truppe. Mit unserem Daily Date. Wir schauen jetzt wieder gemeinsam rein und ich hoffe, euch geht es allen gut. An dieser Stelle auch wirklich mal ein riesen Dankeschön für all eure Likes, für alle eure Kommentare, für die Wertschätzungen, auf welchem Wege auch immer, für die Abos an alle, die jetzt neu dabei sind. Erstmal herzlich willkommen. Und ja, heute war mir irgendwie danach, eine 72-Stunden-Legung zu machen. Vielleicht brauchst du es ja jetzt gerade. In diesem Sinne bitte ich um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Wir starten rein mit dem Beruf. In Bezug auf deinen Job oder eine Richtung, die du anpeilst, welche Botschaft hat das Tarot für uns für die nächsten 72 Stunden? Was hat jetzt Relevanz? Ja, da sehe ich schon. Oh, fünf der Kelche. Und die vier der Münzen. Also, ich habe das Gefühl, du bist hier so ein bisschen so eingestellt, dass du sagst, das ist es nicht mehr. Irgendwie trauerst du auch einer alten Zeit hinterher in Bezug auf deinen Job. Und du, das ist so, als würdest du hier vor so einer Wand stehen. Du kommst hier nicht mehr weiter. Du kannst dich hier vielleicht mit den vier der Münzen auch nicht mehr wirklich aufraffen, dahinzugehen morgens. Oder du siehst hier nicht wirklich eine Zukunft. Ich habe das Gefühl, du machst es nur noch so mittel zum zweckmäßig. Ja, ein Job kann auch unwahrscheinlich viel Spaß machen, aber das sehe ich hier nicht. Wenn, dann habe ich das Gefühl, er hat dir mal Spaß gemacht, aber er tut es nicht mehr. Okay, liebes Tarot. In Bezug auf diese Situation, was möchtest du uns sagen? Ast der Stäbe, du denkst über etwas nach. Die Karten sagen mir hier, bleib dran an diesem Gedanken. Denn hier wartet eine Chance. Du siehst diese Chance vielleicht auch, aber du könntest daran zweifeln. Es könnte auch mit dem Ast der Stäbe eine Idee sein, die dir gekommen ist. Zum Beispiel bist du fest angestellt und überlegst dir jetzt, selbstständig zu werden mit etwas. Die Karten sagen, das hat Potenzial. Guck mal hier, diese Karte, wie die rausschaut. Es ist die Acht der Kelche. Es ist hier vielleicht Zeit aufzubrechen. Diesen Kelch, ja, dem du da so traurig hinterher schaust, hinter dir zu lassen und auf etwas Neues zuzugehen. Die Sonne, die sich am Anfang schon unterm Tarotdeck gezeigt hat, die wartet da hinten hinterm Berg auf dich. Ja, du musst dafür erstmal gehen, ja, einen Schritt vor den anderen setzen. Vielleicht dauert es auch etwas, bis du da ankommst bei dieser Sonne. Aber der Weg wird sich lohnen. Die Karten sagen mir laut und deutlich, du gehst hier einer besseren Zeit entgegen, einer viel schöneren Energie, einer positiven Energie, die dich auch wieder glücklich macht, weil du bist nicht glücklich. Du bist gerade im Gegenteil unzufrieden, du bist frustriert, du bist so verschlossen gegenüber diesem Job, in dem du dich befindest oder auch dieser Branche, in der du dich befindest. Ja, und die Karten sagen hier laut und deutlich, dieses Feuer in deinem Kopf, diese Idee, vielleicht kommt sie auch noch in den nächsten 72 Stunden. Vielleicht geht es genau darum. Vielleicht geht es auch in den nächsten 72 Stunden darum, dieser Idee irgendwie zu folgen, dich auf den Weg zu machen, etwas in die Wege zu leiten, den ersten Schritt zu gehen. Weil es wird nicht vom Himmel fallen, sagen die Karten. Ja? Wow, jetzt festhalten. Transformation. Der Tod und die Wiedergeburt. Etwas Altes mit dem Tod geht zu Ende. Eine Türe schließt sich. Du verlässt eine Situation, dieses dunkle Moor hier, ja, wo du unglücklich warst und gehst der Sonne entgegen, also einer Wiedergeburt. Du erfindest dich neu.
In den nächsten 72 Stunden, sagen mir die Karten, geht es hier darum, dich damit zu beschäftigen. Die Idee auch mal wirken zu lassen oder an der Idee zu arbeiten. Ja? Das Ast der Stäbe, das ist auch so eine Motivation. Tu jetzt hier was. Los, pack das am Schopf. Ja, geh's an. Trau dich, mach was. Ich weiß nicht, Telefonate, irgendwas besorgen, einen Kurs mitmachen, ja, beim Amt anrufen, eine Genehmigung einholen. Das sind alles Dinge, die mir reinkommen. Der Turm zeigt sich. Etwas Altes, Erstarrtes bricht zusammen. Du befindest dich mit dem jetzigen Job oder in deiner jetzigen Lage berufstechnisch in einem Turm, der verdammt nochmal wackelt. Es könnte auch sein, dass dein Betrieb gerade irgendwie den Bach runtergeht, da wo du arbeitest. Ja? Vielleicht stehen die kurz vor der Insolvenz hier mit dem Turm. Vielleicht ist es eine heikle Geschichte, weil Personal bald entlassen wird und so weiter. Verlasse jetzt diesen Turm, sagen die Karten. Ja, es wäre eine gute Idee, weil hier schlägt gerade der Blitz ein. Das alles ist nicht mehr das. Der war mal toll, der Turm. Der stand da mal super und gerade und fest. Da hast du dich vielleicht auch lange drin aufgehalten. Aber das Eichhörnchen, das sprintet hier raus und merkt, was ist denn das da oben? Dieser Blitz, vielleicht ist es auch ein Streit mit deinem Chef oder mit Kollegen, die dich irgendwie triezen oder sowas, ja? Gehalt, was viel zu wenig ist, wo du sagst, ey, ich stehe hier auf wackeligen Beinen durch diesen Job. Ich muss meine Basis sichern, ja, meine Existenz sichern. Also raus aus dem Turm, so nach dem Motto, runter von diesem Schiff, bevor es untergeht. Ganz klare Botschaft hier. Ast der Stäbe, hier wirklich, oh, Königin der Münzen, die ist selbstständig. Selbstständigkeit wird für viele von euch eine Rolle spielen. Hier das Geld selber in die Hand zu nehmen, ja, auf eigenen zwei Beinen zu stehen. Es wird sehr lukrativ, sagen die Karten. Viel lukrativer als in diesem wackeligen Turm, wo du dich lange aufgehalten hast. Der bringt dir 4 Münzen. Ein Portemonnaie, dieser Job, wo du jetzt gerade bist, was mir noch reinkommt, der bietet dir auch nicht genug. Du verdienst dort nicht genug. Du klammerst dich hier an dein Portemonnaie. Ja, vielleicht steht es finanziell gerade nicht gut bei dir. Und diese Transformation hier, indem du auf das Neue zugehst, ja, könnte dir viel mehr Reichtum bescheren. Finanziellen Fluss, ja. Guck dich an. Wohlgekleidet, ne, schön fertig gemacht, die dicke, fette Münze in der Hand. Du bist die Königin. Jetzt sind es die 4 Münzen. Veränderung ist notwendig, sagen dir hier die Karten. Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal eine Energie ziehen. Eine Energie, die jetzt vielleicht für dich in diesem Moment in Bezug auf den Job hier wichtig sein könnte. Welche Energie könnte hier wichtig sein für dich? Liebe Karten, überlasse uns Engeln all deine Sorgen und Ängste und erlaube uns, dir deine Lasten von den Schultern zu nehmen. Ich bin emotional gerade sehr berührt. Die Engel schauen herunter und sehen dich. Die Engel sehen, dass du gerade unzufrieden bist. Die 5 der Kelche ist auch der Mangel. Du empfindest einen Mangel auf deine berufliche Situation aktuell. Das Geld könnte auch nicht reichen. Die Engel schauen von oben herunter und sagen, wir sehen deine Sorgen und Ängste. Aber du musst uns auch erlauben, sie von dir zu nehmen. Und dieses Erlauben könnte bedeuten, dass du vertraust. Dass du dich auf den Weg machst. Auch wenn man noch nicht genau weiß, was erwartet mich denn da hinten überhaupt hinter diesem Berg? Ich sehe ja gar nichts. In dem Moment, wo du sagst, okay, ich vertraue darauf, dass es was Gutes wird mit der Sonne, erlaubst du deinen Engeln, dich auf den richtigen Weg zu schicken. Sie können dir nur begrenzt helfen. Ja, sie zeigen sich nicht und sagen, hallo, wir sind deine Engel, schönen guten Tag, wir haben hier einen Vertrag für Sie. Nein, ja, die können es nur über Energie, über Situationen, über Möglichkeiten, über Chancen, dich lenken. Und ich sehe hier, dass es Zeit ist, sich von etwas zu distanzieren. Und ich sehe, dass auch dein Herz ein Stück weit daran hängt. Ja, der Kelch, der brennt ja noch. Aber vielleicht wird es dir viel besser gehen, wenn man sich hiervon distanziert. Und die Engel haben genau das im Sinn, soll ich dir sagen.
Wow. Und wenn es in den nächsten 72 Stunden darum geht, dass du dich vielleicht mehr für diesen Gedanken öffnest, dich mehr damit auseinandersetzt, was kommen könnte, oder überhaupt erkennst, was dir nicht mehr dient, erkennst, an welchem Punkt du dich befindest. Vielleicht bist du auch genau in der Mitte zwischen alt und neu und überlegst gerade wieder umzudrehen. Die Karten sagen Transformation. Gehe weiter. Wow. Wunderschön. Das war die Botschaft in Bezug auf den Job. Ich bin gespannt, wer es hören sollte. Und dann machen wir weiter mit deiner aktuellen Situation. Und hier ist es völlig egal, was das gerade für eine Situation ist. Völlig egal. Du denkst jetzt mal an ein Thema, worauf du gerne wissen würdest, wie es hier weitergeht. Oder was da wichtig sein könnte in den nächsten 72 Stunden. Ja? Der Teufel. Könnte eine Person sein, die nicht deinen Kopf verlassen möchte, die sehr präsent ist in deiner Energie aktuell. Aber wir schauen rein. Danach machen wir weiter mit der Liebe. Also, die nächsten 72 Stunden in Bezug auf deine Situation, was auch immer das ist. Also, liebes Tarot, worum geht's? Was möchtest du uns sagen? 10 der Schwerter. Ich sehe, du bist an so einem Punkt angekommen, so das Fass ist voll. Es geht hier um irgendeine Angelegenheit, wo dir wirklich so, wo es dir bis zum Halse steht, höre ich. Die 10 der Schwerter, das ist so eine Energie, so schlechter könnte es nicht werden, so nach dem Motto. Ja, man ist so am Ende angekommen. Man ist am Boden angekommen. Es könnte auch sein, dass dich gerade etwas ganz, ganz stark belastet. Etwas, wofür du dir eine Lösung wünschst, aber keine Lösung hast. Okay? Falls du vor einer Entscheidung stehst, habe ich hier den Hinweis, dass es besser wäre, der Sache den Rücken zuzukehren. Die 10 der Schwerter ist nämlich auch der Schlussstrich. In den nächsten 72 Stunden könnte dich eine Situation erwarten, in der du dann sagst, nein, danke. Oder in der du etwas beendest. In der du eine Situation verlässt für immer. Der Turm. Ja, hier ist der Umbruch. Es könnte auch was mit der Legung hiervor zu tun haben. Der Turm. Habe ich gerade schon thematisiert, kommt wieder, zeigt sich wieder. Es ist hier nichts mehr zu holen, wollen dir die Karten sagen. In Bezug auf deine Situation. Hier ist verbrannte Erde. Also hier kann man jetzt noch das retten, was zu retten ist, aber raus da, sagen die Karten. Ja. Ich habe das Gefühl, hier könnte eine dritte Person involviert sein. Es könnte sein für einige. Ich habe jetzt hier verschiedene Sachen. Es ist eine allgemeine Legung. Also für die einen habe ich hier, dass es um Vorsicht geht. Ja, hier jetzt eine Situation zu verlassen, weil sie sehr heikel ist in Bezug auf eine dritte Person. Sprich, eine Affäre könnte auffliegen in den nächsten 72 Stunden. Etwas Heimliches mit jemandem ist hier gerade in so einer Schwebesituation. Für andere habe ich hier ein Treffen. Mit den 3 der Kelchen könnte sich in den nächsten 72 Stunden in deiner Angelegenheit ein Treffen ergeben, was nach einer Art Ende stattfinden wird. Ja? Und es wird gut ausgehen mit der Sonne. Es wird etwas zum Positiven verändern. Zum Beispiel hast du die Person, mit der du dich triffst, ob das jetzt dein Herzmensch ist oder auch, ja, weiß ich nicht, deine Mutter, die du 3 Jahre nicht gesehen hast, ja. Hier gab es irgendeine Form von Ende mit einer Person und hier könnte ein Treffen kommen in den nächsten 72 Stunden, was aber einen positiven Wandel in die Situation bringen wird. Ja, hier, 10 der Kelche. Es wird euch wieder zusammenschweißen, weil hier gab es ein Ende. Ja? Und durch das Treffen findet man hier wieder zusammen.
Ja, durch das Treffen entsteht hier wieder so eine Energie von, wir schreiben wieder miteinander. Ja, man tauscht wieder Nachrichten aus. Man ist so den ersten Schritt in Liebe aufeinander zugegangen. Das habe ich hier auch. Wie gesagt, das mit der Affäre gilt hier für einige wenige, aber ich möchte es trotzdem einmal erwähnen. Und darauf hätte ich jetzt auch ganz gern noch eine Energie. Auf deine jetzige Situation. Was ist hier für dich wichtig in den nächsten 72 Stunden in Bezug auf diese Situation, in der du dich befindest? Lichtgestalt. Das ist die Sonne. Tritt aus dem Schatten hinaus. Wenn man aus einem Schatten hinaustritt, verlässt man eine Situation. Und ein Schatten steht für etwas Dunkles, für etwas Kaltes, für etwas, was einem vielleicht auch Angst oder Sorge macht. Hier, das ist dieser dunkle Turm. Mit den 10 der Schwertern ist es dieses Ende. Tritt da hinaus. Verlasse diese dunkle Situation. In den nächsten 72 Stunden kehrt in deiner speziellen Situation das Licht zurück. Der Frieden kehrt zurück mit einer Person. Oder aber es kann ein Risiko vermieden werden. Ja, ich höre, wie gesagt, für diese Heimlichkeiten den Bogen jetzt nicht überspannen in den nächsten 72 Stunden. Es könnte etwas auffliegen. Verlasse diese Schatten, diese Risikosituation und Entspannung, ne? Erstmal hier warten, abwarten. Hier möchte sich sehr, sehr viel Licht zeigen in den nächsten 72 Stunden. Hier kehrt das Licht zurück in deine dunkle Situation. Vielleicht wirklich bist du auch mit jemandem hier im Dunkeln getappt, ja? Und jetzt macht einer wieder das Licht an. Guten Morgen, da bin ich. Und auf einmal seht ihr euch wieder. Ja? Das kommt mir hier wirklich rein. Hier war vielleicht wirklich wie in so einem dunklen Zimmer das Licht aus und das knipst jetzt einer an und dann siehst du wieder das Gesicht von dieser anderen Person. Da habt ihr euch lange nicht gesehen, weil mit dem Turm und den 10 der Schwertern könnte es hier auch einen Streit gegeben haben, ja, wo ihr danach dann getrennte Wege gegangen seid. Ja, das Ja ist ja auch eine lichtvolle Energie. Nein, ist dunkel, empfinde ich zumindest so. Und ja, ist hell und weiß. Ja, es wird sich zum Besseren wenden. Ja, verlasse jetzt hier diese Schatten, ja? Das ist ein Ja, ein Go. Etwas Positives will hier kommen. In den nächsten 72 Stunden wird hier in deiner Situation irgendwie was Positives eingeläutet. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, es ist gut, hier der Sache den Rücken zuzukehren. Ja, es ist gut, nach vorne ins Licht zu schauen. Die nächsten 72 Stunden. Ja, es wird ein Treffen geben, was aus Schatten, aus böser Energie dann positive Energie macht zwischen euch beiden. Was wollen die Lennys dir hier noch sagen in Bezug auf deine Situation? Also, falls du gerade in einer misslichen Lage bist, falls du gerade wegen irgendwas dir Sorgen machst, brauchst dir keine Sorgen machen. Es wird alles positiv ausgehen. Vielleicht hast du auch Angst vor etwas, ja, vor einer Prüfung oder vor einem Date. Das ist wirklich sehr lichtvoll. Wirklich. Das ist eine ganz schöne Energie, die hier reinkommt. Wirklich ganz, ganz schön. Vielleicht bist du auch irgendwo in der Sonne in den nächsten 72 Stunden? Nein, aber ich habe hier eher, ach, guck an. Aus kalt mach warm. Die Blumen wollten sich noch zeigen. Wachstum. Wachstum durch Versöhnung. Wachstum durch eine nette Begegnung. Ich sagte ja, durch dieses Treffen wendet sich etwas zum Guten. Die Sonne lag ja hier vorhin. Du kommst hier irgendwie voran in deiner Angelegenheit. Es könnte auch sein, dass du eine Zusage bekommst mit dem Ja. Und auf einmal, ne, du warst so in so einer Schattenenergie von Sorge. Dann kommt diese Ja-Zusage und du denkst dir, oh, ja! Ne, und dann ist da diese helle Energie.
Die nächsten 3 Tage werden etwas bei dir verändern. Und zwar von dunkel in hell, von schlecht in gut. Und das vielleicht auch, wie gesagt, mit einer Person, mit einem Treffen, durch ein Treffen. Die Blumen sprechen auch für das Treffen. Das ist etwas Schönes, was auf dich zukommt, ja. Das ist vielleicht auch eine Freude, die dir jemand machen möchte. Und dadurch, wie gesagt, wird diese Verbindung hier gestärkt. Dadurch wächst etwas zum Positiven. Die Sonne bringt ja auch Pflanzen dazu, zu wachsen. Das ist eine schöne Energie. Und ich liebe generell die Sonne. Leute, das ist doch hier unsere Energie, oder? Positiv, Team Sunshine. Ne? Wir heißen ja nicht ohne Grund so. Also, und für alle, die heute das erste Mal dabei sind, ihr dürft gerne hier den Kanal abonnieren, dann seid ihr auch im Team Sunshine. Ja? Denn wir versuchen hier niemals unser Lächeln zu verlieren, egal wie schwer die Situation ist. Ja? Denn alles passiert ja auch für uns. Niemals vergessen. Und hier kommt Wandel in eine Situation. Wir haben hier ein dickes Ja, eine Zusage, ein Go. Vielleicht standest du auch vor einer Entscheidung in deiner Situation. Die Karten sagen, ja, let's go. Shine bright like a diamond, höre ich. Shine bright like a diamond. Das Lied ist von Rihanna, das könnt ihr euch auch mal anhören. Okay. Welche Energie hat denn für dich Relevanz in deiner Situation? Ich hätte ganz gerne jetzt hier noch eine Energie. Auf was dürfen wir uns konzentrieren? Was ist Thema? Oh, hallo. Um Sorgen, Anerkennung, Blumen, ein Date, Treffen, positiver Wandel. Uiuiuiui. Sag mal, erreicht euch auch gerade hier diese wunderschöne Energie? Schaut euch mal die Farben an. Alles zarte Pink- und Rottöne. Es geht hier darum, dass sich vielleicht jemand hier um dich sorgen möchte. Das hatte ich eben schon mit der Geste. Jemand möchte dich einladen, jemand möchte ja vielleicht was für dich kochen, ne? Oder dich einladen in ein Restaurant, mit dir spazieren gehen, dir eine nette Nachricht schreiben, ganz plötzlich, ja, liebe Worte, die dich erreichen. Anerkennung, siehst du das Herz? Wunderschön. Um Sorgen. Ich habe das Gefühl, durch die Situation, die hier kommt, wird auch dein inneres Kind ins Licht geführt. Dein inneres Kind kann hier ein Stück befreit werden oder sich besser fühlen, kommt mir auch rein. Die Situation wird dir unwahrscheinlich gut tun hier, die hier auf dich zukommt. Könnte wirklich sein, dass du mit jemandem oder aber vielleicht auch mit der besten Freundin, aber ich habe hier schon eher was Romantisches. Eine Zeit verbringst, die eure Beziehung, eure Verbindung unwahrscheinlich dolle stärkt. Ja, es wird stattfinden. Ja, es wird gut. Ja, go, go, go. Ja, tritt aus dem Schatten hinaus. Ab ins Licht. Positivität. Du sollst positiv denken. Wahnsinn. Alright. So viel zur jetzigen Situation. Was auch immer das hier gerade war. Du wirst wissen, worum es geht. Und jetzt geht es weiter mit der Liebe, auf die wir schauen. Die Liebe, Liebe. Wie geht es denn da weiter? In der lieben Liebe. Was wollen uns die Karten hier sagen? Ach, Heidewitzke, jetzt haben wir hier aber das Chaos. So. Ah, klare Botschaften, bitte. Die Liebe. Die nächsten 72 Stunden. Wie geht es hier weiter? Was gibt es hier zu sagen? In Bezug auf die Liebe mit jemandem. Zu jemandem. Die nächsten 72 Stunden. Königin der Stäbe zeigt sich. Königin der Stäbe. Die Mäßigkeit. Die 7 der Kelche. Der Stern und der Gehängte. Die Liebe. Ich habe auf jeden Fall eine Botschaft für dich. Und zwar,
Verhalte dich authentisch. Ich habe das Gefühl, aufgrund von Gefühlen, die du für jemanden hast, bist du sehr im Kopf. Die Karten sagen dir aber, du bist eine unwahrscheinlich tolle Frau, vielleicht auch ein toller Mann, je nachdem, wer hier zuschaut. Du bist selbstbewusst, du hast eine verdammt tolle Energie. Lass dich nicht verunsichern und bleib bei dir. Die Mäßigkeit, ja, die spricht nämlich von Authentizität. Das, was man fühlt, das, was man denkt, auch genau so im Außen zu zeigen. Verstell dich nicht, sagen die Karten. Ganz wichtig, verstell dich nicht, sei du. Ich sehe dich total energiegeladen. Ich habe das Gefühl, du findest dich auch sehr attraktiv. Es könnte sein, dass du dich ein bisschen fertig machst oder einfach ja, dich gut fühlst in deiner Haut. Ja? Denn mit dem Stern und dem Gehängten habe ich hier das Gefühl, dass etwas schon sehr lange ist, wie es ist. Hier ist eine Blockade zu sehen zu einer bestimmten Person. Etwas ist blockiert. Es soll dich aber nicht verunsichern, sagen die Karten. Die nächsten 72 Stunden, verhalte dich, ich soll dir sagen, verhalte dich nicht anders, als du es im Kopf auch tun würdest. Ich weiß nicht, es kommt hier vielleicht eine Situation auf dich zu, wo du so ein bisschen deine Gefühle sortieren musst, wo du vielleicht wirklich auch, wo es dir so ein bisschen den Teppich wegreißt. Ja? Etwas, worauf du lange gewartet hast, könnte hier auf dich zukommen und dann könnte dich das so total durcheinander bringen. Aber ich soll dir sagen, hol in dem Moment tief Luft und tu nichts, was du nicht auch so bei einer anderen Person tun würdest. Du wirst hier nämlich vielleicht in Versuchung kommen. Okay. Was kommt denn da auf dich zu in der Liebe in den nächsten 72 Stunden? Worum geht es hier in der Liebe? 7 der Münzen. Um Wachstum. Mit den 7 der Münzen haben wir hier vielleicht auch jemanden, der sich bemühen wird. Mit den 7 der Münzen kommt mir rein. Jemand wird hier vielleicht Energie reinstecken in euch. Das ist übrigens jemand, der sich sehr viel Zeit gelassen hat in der Vergangenheit. Wie gesagt, zu dem hier vielleicht auch gar kein Kontakt da war. Oder einfach jemand, der so in so einer trägen Energie ist. Oh, wo du wirklich alles aus dem Mund ziehen musst, so nach dem Motto. Und du bist hier sowieso so eine, die hat so Pfeffer unterm Arsch, sag ich jetzt mal. Dieser Mensch könnte hier Energie in euren Baum stecken. Er könnte hier zum Beispiel sich aktiv melden. Er könnte dich beobachten. Ja, er könnte hier aktiv eine Nachricht schreiben, anrufen oder irgendetwas. Das sind auch diese Gefühle, diese gemischten Gefühle, die du haben wirst. Aber ich soll dir sagen, verhalte dich bitte nicht unauthentisch. Wenn du etwas fühlst oder denkst, dann kommunizier das. Es kann sich ja auch um ein Date handeln in den nächsten 72 Stunden, zum Beispiel über Tinder, ich höre so Plattformen. Zum Beispiel schreibt ihr schon sehr lange, also eure Münzen, ne, die wurden schon so ein bisschen vorangetrieben und jetzt kommt es zu einem Date. Aber du sollst dich nicht verstellen. Ja? Immer auf dein Bauchgefühl hören. Authentisch sein. Ja, jemand will aktiv werden. Page der Stäbe. Dieser jemand möchte was tun. Das ist etwas, entweder auf was du lange gewartet hast, dass es jetzt endlich mal passiert, oder aber das ist jemand, der hat lange auf sich warten lassen. Und deswegen könnte es dich auch sehr wuschig machen. Man kennt das. Man hat vielleicht wen kennengelernt, schreibt seit Wochen und dann heißt es so, wollen wir uns treffen. Natürlich dreht man da so ein bisschen am Rad, ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz normal. Und man kennt es auch aus Filmen und so weiter, ne? Dann auf einmal ist man gar nicht mehr man selbst. An dem Abend überlegt man sich auf einmal, den roten Lippenstift zu tragen, den man sonst nie trägt. Irgendwie Outfits ganz, ganz wild so, ne? Oder man sagt Dinge, die man sonst gar nicht sagt, um dem anderen zu gefallen. Nein, sagen die Karten, all das lieber nicht. Wow, ja, es geht hier definitiv um eine Begegnung, um eine Konfrontation. Du wirst hier irgendjemandem
gegenüberstehen. Jemand, der dich nervös macht. Jemand, der dich wuschig macht. Wuschig. Jemand, der einfach generell was mit dir macht. Jemand, der dir, bei dir vielleicht auch so eine Gefühlsachterbahn auslöst. Ja? Also hier wird es vielleicht sogar sehr heiß hergehen, sagen die Karten in den nächsten 72 Stunden. Und wie ich sagte, kühlen Kopf bewahren. In jeglicher Hinsicht. Tu nichts, was du nicht tun möchtest. Sag nichts, was du nicht so meinst. Verstell dich nicht. Du bist wunderschön. Du bist toll, wie du bist. Und es könnte hier auch wichtig sein, dass, wie gesagt, jemand, wie soll ich sagen, mit den sieben der Münzen habe ich hier so eine Energie, dass sich vielleicht auch jemand stark um dich bemühen könnte, um etwas Bestimmtes zu bekommen. Deswegen auch kühlen Kopf bewahren. Und wenn jetzt hier einer um die Ecke kommt, der sich seit 6 Jahren nicht gemeldet hat mit einem Hi und du springst gleich aus allen Wolken, auch nicht so gut, sagen die Karten. Das ist jemand, für den du höchstwahrscheinlich Gefühle hast oder in den du vielleicht so ein bisschen verliebt bist oder der einfach einen Platz in deinem Herzen hat mit den Liebenden. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja? Und wie gesagt, Nervosität kommt mir rein. Hier geht es um Aktivität. Jemand will hier etwas tun in Bezug auf dich. Einen Schritt auf dich zugehen. Entweder den allerersten Schritt auf dich zugehen oder überhaupt wieder einen Schritt auf dich zugehen. Im Grunde kommt da was auf dich zu, wenn wir es hier genau nehmen. Und ich sehe dich aber auch wirklich, es wird dir irgendwie total, oh, es wird dich so beleben und dir Freude bereiten und dir so das Gefühl geben, oh, ich lebe. Das wird dich so durchströmen, höre ich. Energie wird dich durchströmen wegen dieser Person. Das ist, als wäre man wieder 14. Vielleicht auch einfach wegen den Blicken, wie er dich anschaut, wegen den Worten, die er dir schreibt. Ja, oder weil du halt einfach schon sehr lange darauf gewartet hast, dass es passiert. Okay, auch hier hätte ich jetzt natürlich gerne eine Energie von den Engeln für dich. Was wollen uns die Engel in Bezug auf die Liebe für dich noch mit auf den Weg geben? Für die nächsten 72 Stunden. Wenn du eine Frage hast, dann denk jetzt mal dran. Wenn du eine Frage hast... Wow. Muss ich mich kurz zügeln. Die Liebesbeziehung ist gefallen. Die Liebenden. Aus diesem Treffen kann viel mehr werden. Vielleicht resultiert es wirklich in einer Liebesbeziehung. Durch diese Begegnung, ich sag dir, du wirst konfrontiert mit einer Person, könnte wirklich eine Liebesbeziehung entstehen. Muss nicht in den nächsten 72 Stunden sein, aber die Energien, die Engel wollen dir vielleicht mit auf den Weg geben, diese Person, die du da triffst, da könntest du mitten in einer Beziehung enden. Oder wieder in eine Beziehung gehen. Liebesbeziehung. In den nächsten 72 Stunden wird sich bei dir in Sachen Beziehungen, in der Liebe etwas tun. Und ich habe eben schon gemerkt, hier wird es heiß hergehen. Jetzt schau dir mal die beiden Bilder an. Das ist Begegnung zweier Seelen, die sich begegnen sollen. Und das ist eine Begegnung, die schon lange, lange, lange im Raum stand. Darauf haben die Beteiligten, die Engel, das Universum, du und er schon wirklich lange drauf gewartet. Hier war lange Zeit eine Blockade. Ja? Das war so, als würde alles stillstehen. Du hast vielleicht auch gedacht, boah, hier geht es ja gar nicht weiter. Oder kommt da nochmal was in der Liebe? Ja, diese Blockade geht. Dieser Wunsch vielleicht auch. Das hier könnte Wunscherfüllung sein mit dem Stern. Steht quasi vor der Tür. Es klopft. Ja, das erklärt, warum du hier als Königin der Stäbe drinne liest. Heiß wie Frittenfett. Ah, du könntest hier auch wirklich jemandem den Kopf verdrehen, höre ich. Wow. Also du wirst hier in den nächsten 72 Stunden dich unwahrscheinlich gut und belebt fühlen. Das macht was mit dir. Wirklich, als wäre man wieder frisch verliebt. Oder einfach die Rückkehr auch dieser Person, falls es kein neuer Mensch ist, wird dich total durcheinander bringen. Hier, Gefühlschaos, sieben der Kelche.
Alright. So viel dazu. Ja, sehr, sehr spannend, meine Lieben. Das war meine Legung heute für euch. Bin gespannt, wer sie hören durfte. Wenn du draufgeklickt hast und merkst, ich gehe in Resonanz, dann wird es höchstwahrscheinlich für dich gewesen sein. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Abonniert auf jeden Fall gerne meinen Kanal. Ist kostenlos. Ihr könnt natürlich auch gerne Kanalmitglied werden. Dann seid ihr offiziell im Team Sunshine. Und ansonsten, private Legungen bekommt ihr online in meinem Shop. Da kann ich euch gerne auch unter vier Augen dann zur Seite stehen. Ihr könnt ja gerne mal in 3 Tagen zurückkommen zum Video und kommentieren, was das hier genau war. Ich bin gerade wirklich aufgeregt. Ach Leute, ich hab euch lieb und niemals vergessen, always smile and shine.